Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Video über die zweite Runde der Dortmunder Schachtage 2012. Ja, eine spannende Runde heute mit drei entschiedenen Partien. Gestern hatten wir ja nur eine entschiedene Partie, 4 Remis. Und heute ging es ja richtig zur Sache. Selbst eine von den beiden Remis-Partien war außerordentlich spannend. Hätte auch heute durchaus fast jede Partie nehmen können als Partie des Tages und habe mich am Ende für die Partie zwischen Jan Gustafsson und Wladimir Kramnik entschieden. Aber kurz zu den anderen Partien, um mal einen Überblick zu bekommen, was heute passiert ist. Ja, ein Sieg für Ponomarev mit Weiß gegen Caruana. Komplizierter Sizilianer ist das gewesen mit Läufer B5. Die Rossolimo-Variante. Ja, und denke, Caruana hat sich bei knapp währender Zeit immer verrechnet und wurde dann letzten Endes am König erwischt. Auch eine ganz interessante Partie. Dann hat Kajakin gewonnen mit Schwarz gegen Matthäus Bartel, der nach zwei Runden ja, mit 0 Punkten zu Buche steht. Also ein Fehlstart für den polnischen Großmeister, der sich ja durch den Sieg beim Aeroflot Open in Moskau qualifiziert hat. Kajakin dagegen mit dem ersten Sieg. Dann hatten wir noch die Partie Friedmann gegen Leko. Das war die einzige unspektakuläre Partie heute, wo Friedmann ja, einen sehr sicheren katalanischen Aufbau gewählt hat. Und im Prinzip war die Partie immer in der Remisbreite. Es ist also recht wenig passiert. Und die deutsche Paarung heute war zwischen Arkadi Neidic und Georg Meyer. Und die Partie ist Remis ausgegangen, allerdings nach außerordentlich spektakulärem Verlauf. Neidic hatte eine Figur geopfert für ein interessantes Spiel, welche Meyer dann recht schnell wieder zurückgegeben hat, um sich zu befreien. Am Ende hatte Meyer einen Bauern mehr im Turmenspiel, glaube ich, aber es war so gut wie nicht zu gewinnen und ging auch am Ende Remis aus. Ja, und dann kommen wir jetzt zur Hauptpartie des Videos. Gustafsson, der deutsche Nationalspieler, gegen Wladimir Kramnik, den Ex-Weltmeister, der Dortmund ja schon 10-mal gewonnen hat und sicherlich ganz gerne auch noch ein 11. Mal zuschlagen würde. Dazu bedarf es allerdings diesmal ziemlich sicher auch Gewinnpartien mit Schwarz. Kramnik hat ja seinem Stil gemäß häufiger Schwierigkeiten mit Schwarz zu gewinnen, da er sehr sicher spielt, aber häufig nicht unbedingt Gewinnchancen erhält mit den schwarzen Steinen. Schauen wir mal, was heute passiert ist. Er hat ja auch 5-mal Schwarz dieses Mal, Kramnik, also das ist nicht gerade hilfreich für sein Spiel. Hier jetzt halt die zweite Schwarzpartie. Gestern hat er ja Remis gemacht mit Schwarz im Schotten gegen Kajakin. Und ja, heute, denke ich, wollte er sicherlich versuchen zu gewinnen. Gustafsson eröffnet wie eigentlich immer D4. Manchmal spielt er auch Springer F3, aber er ist auf jeden Fall sein Leben lang immer Verfechter hier der geschlossenen Eröffnung. Kramnik Springer F6, C4, G6. Und das ist schon der erste Moment, wo man ein wenig komisch auf diese Partie guckt, da Kramnik weder Grünfeld noch Königsindisch spielt. Also Grünfeld hat er witzigerweise gegen Gustafsson schon mal probiert als Überraschungswaffe. Wenn ich mich nicht täusche, war das vor 3 Jahren in Dortmund, als Gustafsson da sehr erfolgreich mitgespielt hat in Dortmund. Und da hat Kramnik auch Grünfeld versucht, aber Gustafsson hat dann ja, eine bekannte, sehr remisliche Variante gespielt und es ging ziemlich schnell unentschieden aus. Springer C3 jetzt und jetzt Kramnik Läufer G7. Und hier ist der Moment, wo einem endgültig klar ist, was hier passiert. Kramnik will auf jeden Fall in der Partie was probieren. Ich kann mich also überhaupt nicht an noch nur eine Königsindisch-Partie erinnern, die er gespielt hat. Er hat einmal Kasparov damit überrascht, irgendwann in den 90ern, aber das auch wirklich nur einmal gespielt. Also Königsindisch ist für Kramnik geradezu sensationell, die Wahl. Zumal er mit Weiß ja bekanntermaßen einen exzellenten Score gegen die Eröffnung hat. Und naja, also mit wenigen Ausnahmen hält auch kaum irgendein Topspieler die Eröffnung für vollständig korrekt, denke ich. Aber gut, schauen wir, was passiert. Gustafsson spielt E4. Kramnik D6, Springer F3, 0-0, Läufer E2, E5, die ganz normale, klassische Hauptvariante. Und jetzt spielt Gustafsson Läufer E3 und das ist auch sein Hauptzug. Ich habe es mal nachgeguckt, ich war mir nicht ganz sicher, was er
im Wesentlichen spielt, aber Läufer E3 ist die Variante, die Gustafsson in letzter Zeit am meisten gespielt hat. Kramnik spielt jetzt den Zug C6. Zu der Variante hier, siebtens Läufer E3, ja, da gibt es eine Menge Wahl hier für Schwarz. Ich wollte hier auf jeden Fall mal eine Sache anbringen. Auf Vereinsebene oder selbst noch auf ja, höherer Ebene, selbst in einigermaßen ordentlichen Ligen, wird sehr häufig hier der Zug Springer C6 gespielt, der ja auf 0-0, also Rochade im siebten Zug, der Hauptzug ist. Und häufig ist Spielern der Unterschied zwischen siebtens Läufer E3, wo Weiß ja noch nicht rochiert hat, und der Rochade nicht klar. Und die spielen trotzdem Springer C6. Tatsächlich ist aber Springer C6 hier tatsächlich ein ernsthafter Fehler. Nach D5, Springer E7, Springer D2 erhält Weiß praktisch die Idealaufstellung, die er gerne im Königsinne haben möchte. Also die ideale Aufstellung der Figuren Springer auf C3. C3, D2 und dann die beiden Läufer hier. Im Prinzip möchte Weiß so stehen. Und ein Knackpunkt ist, Weiß hat hier noch gar nicht rochiert. Das heißt, wenn Schwarz hier jetzt den automatischen Königsflügelangriff probiert, zum Beispiel sowas in der Art, Springer E8, und Weiß geht hier vor, machen wir mal die typischen Züge, sowas in der Art, fällt auf, dass Weiß ja noch gar nicht rochiert hat und er das auch nicht unbedingt machen muss. Selbst die Rochade in der Folge für Weiß ist da noch ziemlich deutlicher Vorteil. Aber er kann auch schlichtweg den König da lassen, wo er steht, auf E1 und weiter am Damenflügel loslaufen. Und Schwarz fehlt schlichtweg der Gegenangriff gegen den König. Die Stellung ist also für Schwarz schon sehr schlecht. Aber eine wichtige Anmerkung, viele machen den Zug ohne großartig nachzudenken, Springer C6. Ja, was soll Schwarz spielen? Es gibt eine Menge Züge. Wie gesagt, Kramniks C6 ist einer davon, aber auch Züge wie Springer nach G4 oder E/D4 sind möglich. Tatsächlich ist E/D4 eine Variante, die in der Partie jetzt entsteht, ziemlich eng verwandt ist. Gut, schauen wir, was passiert. C6 ist gespielt worden und Gustafsson spielt jetzt die Kurzrochade. Das hat er auch schon mehrmals vorher gemacht. Die Alternative hier, die zu ganz anderen Stellungen führt, ist D5, wo Weiß das Zentrum abriegelt und Schwarz reagiert sehr wahrscheinlich mit Springer G4. Und es entsteht eine Stellung diesen Typus hier, wo Schwarz sogar häufig mit C5 abriegelt. Vielleicht nicht unbedingt sofort, aber um die Struktur zu zeigen. Es entsteht also eine geschlossene Stellung, die sehr königsindisch typische Züge trägt, wobei es hier Weiß auch nicht rochiert hat, was er teilweise auch ausnutzen kann, also mit Ideen wie H3, G4 zum Beispiel. Sowas hier. Gut, aber das hat Gustafsson nicht gespielt. Er hat rochiert. Und jetzt ist Schwarz hier in der Stellung, wo er eine prinzipielle Entscheidung treffen muss. Nehmen oder nicht nehmen. Und zwar nehmen auf D4. Kramnik hat auf D4 geschlagen. Er könnte auch, wie gesagt, auch wieder diesen typischen Zug Springer G4 machen. Aber E/D4 ist eigentlich die Idee dieses Zuges C6. Das heißt, Schwarz bereitet mit C6 ein Stück weit das Nehmen auf D4 vor. Gustafsson hat jetzt auf D4 genommen mit dem Springer. Tatsächlich kann man auch Läuferschlicht D4 ganz gut spielen. Ist etwas untypisch, aber es geht. Aber Springer D4 ist seine Variante. Also er folgt jetzt dem, was er schon mehr als einmal auf dem Brett hatte. Kramnik spielt Turm E8 und greift hier den Bauern E4 an. Weiß deckt natürlich mit F3 und Schwarz spielt D5. Das war die ganze Idee dieser Aktion mit C6, E/D4, das Zentrum hier komplett zu öffnen mit D5. Tatsächlich ist das Hauptproblem, dass hier dieser Läufer auf E3 ja durch den Zug F3 entwurzelt ist und einfach durchhängt, sodass Weiß nicht in der Lage ist, mit dem E-Bauern zu schlagen. Also wenn er jetzt hier nehmen würde, hängt schlichtweg der Läufer. Was soll Weiß machen? Er muss ja was tun. Schwarz droht ja ganz simpel hier mit C5 und D4. Also Weiß muss schlagen, gibt es kein Vertun mit dem C-Bauern. Und jetzt macht sich Schwarz die
ja, die Fesselung auf der E-Linie zunutze und schlägt mit dem Springer auf D5. Der Zug ist auch stärker als C schlägt D5, weil es einfach hilfreich für Schwarz ist, dass diese beiden Springer hier verschwinden. Weiß hat jetzt auch keine große Wahl, er muss den Zug, muss den hier nehmen. Man sieht hier sehr schön, wie die lange Diagonale für den Läufer geräumt wurde durch den Springertausch. Und jetzt ist klar, dass ja, der Läufer G7 die Schlüsselfigur hier dieser Partie wird. Schwarz steht strukturell hier sehr schön, da der Läufer G7 einfach ja, hervorragend postiert ist. Und er hat halt den Druck hier auf das weiße Zentrum mit der Fesselung in der E-Linie. Das einzige Problem, das Schwarz hier hat, ist ganz klar, der ist schlecht entwickelt. Läufer steht noch auf C8, Springer steht auf C6 und Weiß hat einen sehr deutlichen Entwicklungsvorsprung. Es ist auch klar, dass hier in den nächsten Zügen jetzt hier entscheiden wird, wie die Partie weitergeht. Wenn Schwarz nämlich es schafft, diesen Entwicklungsnachteil ohne größere Probleme zu lösen, wird er sicherlich keine Schwierigkeiten haben. In der Stellung hier sind schon ja, mehrere Züge probiert worden. Der Zug, der hier am meisten gespielt worden ist, ist der Zug Dame B3. Ich will das mal kurz zeigen. Es ist eigentlich nicht der Zug, den Gustavsson gespielt hat, aber nur mal zum Verständnis, wie das hier weitergehen kann. Schwarz spielt dann Springer C6, bemüht sich also schnellstens hier die Entwicklung zu vervollständigen. Turm nach D1 deckt den angegriffenen Springer auf D4. Und jetzt kann Schwarz hier auf taktischem Wege sich befreien, indem er alles tauscht, Dame F6 zieht, mit dem kleinen Trick, wenn Weiß jetzt auf D5 mit dem Turm schlägt, kommt Läufer nach E6. Und die Fesselung ist ziemlich peinlich. So dass Weiß Zug macht wie Dame D5, dann aber Läufer E6. Und Weiß steht jetzt ziemlich unkoordiniert und wird ja hier Material zurückverlieren. Er muss jetzt so einen Zug machen wie E5. Die ganze Variante ist für Weiß ziemlich unattraktiv, sodass Weiß hier im 13. Zug, also in dieser Stellung hier, ups, die ist ja arg bunt, in dieser Stellung hier eine Alternative zur Dame B3 braucht. Und eine interessante Alternative dazu ist der Zug Turm C1. Und den hat Gustavsson jetzt hier auch gespielt. Und jetzt kommt der interessante Punkt, nicht zum ersten Mal. Schon in 2011 hat er die Stellung auf dem Brett gehabt gegen den französischen Großmeister Sébastien Mazet, wenn ich das richtig ausspreche. Ich kann kein Französisch. Die Partie ging folgendermaßen weiter. Mazet spielt hier Springer C6. Auch eigentlich ein ziemlich natürlicher Zug, um die Entwicklung hier schnellstens zu vervollständigen. Springer schlägt C6, B schlägt C, Turm C6, also Weiß hat temporär einen Bauern gewonnen. Läufer B7 mit Tempo, Turm wieder zurück. Und D schlägt E4. Schwarz bekommt also den Bauern hier zurück. Und es ging weiter mit Dame schlägt D8, Turm schlägt D8, F4, Läufer D4 und König F2. Das ist eine ganz interessante Stellung, die der Computer zunächst als ausgeglichen bewertet, aber tatsächlich hat Weiß hier ein ziemlich, ja, der Vorteil ist nicht groß unbedingt, aber der ist ziemlich klar, dass er besteht, der Vorteil, weil Weiß hat den besseren König und 2 gegen 1 Bauern am Damenflügel, was ein potenzieller Freibauer ist. Insbesondere wichtig ist, dass der weiße König nach Abtausch dieser beiden Läufer auf E3 und D4, dass der weiße König hier direkt eingreifen kann. Also da hat Gustavsson eine sehr gute Stellung bekommen. Also man kann davon ausgehen, dass Kramnik die Partie gekannt hat und jetzt hier nach Turm C1 ja eine Verbesserung bringt. Und zwar spielt er jetzt den auf den ersten Blick äußerst merkwürdigen Zug A5. Also ich muss nur sagen, viele Sachen sind im Schach ja Geschmack. Als ich den Zug gesehen habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also A5, hier die Neuerung von Kramnik und natürlich konnte Gustavsson niemals damit rechnen, die Stellung aufs Brett zu bekommen gegen Kramnik, der, wie gesagt, seit Menschengedenken kein Königsindisch mehr gespielt hat. Und das war damals auch nur eine Partie, also das hat er hundertprozentig nie vermutet, dass die Stellung aufs Brett kommt.
Der Zug A5 wird aber interessanterweise durchaus vom Computer angezeigt. Also nicht unbedingt als erster Zug, aber durchaus ein Zug, den der Computer vorschlägt. Ja, was ist die Idee von dem Zug? Das ist ehrlich gesagt gar nicht einfach zu erklären. Ich denke, eine oder die Hauptidee des Zuges ist, dass der für Weiß logische Verstärkungszug hier der Zug Dame B3 ist und das ist auch der, den Gustavsson gespielt hat. Und genau auf Dame B3 hat der Zug einen spezifischen taktischen Sinn. Wenn Weiß anders spielt, würde ich behaupten, dass der Zug nicht viel Sinn ergibt, aber auch nicht viel kaputt macht. Weiß hat hier eine ganze Menge Alternativen. Ich kann sehr gut verstehen, dass Gustavsson Dame B3 gezogen hat, weil der einfach der logischste Zug in der Stellung ist. Die Alternativen sind zum Teil aber sehr interessant. Zunächst mal die weniger herausfordernden, also die weniger prüfenden Alternativen hier für die schwarze Sache. Weiß könnte Springer B5 probieren, mit der Idee, ja, ganz simpel, wir wollen auf C7 eine Gabel anbringen. Da kann Schwarz einfach Springer C6 antworten und die ganze Geschichte blocken. Und Weiß hat nach wie vor das Problem, dass der Läufer hier hängt und nicht auf D5 nehmen kann. Schwarz wird einfach nach fast jedem beliebigen weißen Zug, zum Beispiel Dame A4, auf E4 schlagen und Läufer E6 spielen und danach sich freuen, dass er das Feld E5 unter Kontrolle hat und Weiß auf E4 einen ziemlich schwachen Bauern hat, der zwar noch momentan nicht so stark unter Druck ist, aber mit Sicherheit auf Dauer mal ein Problem wird. Also das kann für Weiß nicht gerade toll sein. Eine weitere Alternative zu Dame B3 ist vielleicht noch der Zug Läufer F2, der den Läufer aus der E-Linie rausnimmt. Da kann Schwarz aber auch einfach nehmen und sich weiterentwickeln. Allerdings dürfte eine derartige Stellung wie diese hier für Weiß ziemlich okay sein. Ich glaube nicht, dass er hier ein ernstes Problem hat. Weiß hat Gegenspiel auf der F-Linie und gegen C6. Also er hat derartige Ideen hier. Und ja, besonders stark ist der Bauer auf C6 halt nur auch nicht. Wäre also durchaus eine Möglichkeit gewesen. Der interessanteste Zug, allerdings ein Zug, den denke ich kein Mensch, und die Betonung auf Mensch ist da wichtig, kein Mensch spielen würde, ist der Zug Turm C5. Die ziemlich verrückte Idee ist, auf D schlägt E4 jetzt den Zug Läufer C4 zu ziehen. Also wirklich eine typische Computeridee, den Turm hier so exponiert auf C5 stehen zu haben. Da würde wirklich kaum ein Mensch drauf kommen, denke ich. Die Idee dieser ganzen Aktion ist folgende: Wenn Schwarz jetzt den völlig normalen Zug Springer C6 macht, folgt der wirklich schockierende Zugläufer schlägt F7. König schlägt F7, Dame B3 Schach. Und ziemlich aus dem Nichts gerät Schwarz in einen völlig verlorenen Mattangriff. Wirklich bemerkenswert. Zum Beispiel König E7 folgt Läufer G5, Läufer F6. Schlägt alles mit Schach, BC, Turm E5 und Schwarz kann aufgeben. Wirklich erstaunlich. Und wenn Schwarz Läufer E6 spielt auf Dame B3 Schach, kann Weiß den Läufer einfach schlagen. Turm E6, FE4, Schach, alles mit Schach, Läufer F6, E5. Ja, und Schwarz wird nach einer derartigen Folge hier einfach totgefesselt. Es ist zu viel. Die F-Linie und das hier, das geht nicht ohne Materialverlust zu Ende. Ja, allerdings ist natürlich dieser ganze Angang hier mit Turm C5, Läufer C4 wirklich verrückt. Schwarz muss natürlich auch nicht Springer C6 ziehen. Es wirkt aber so, zumindest nachdem ich das Ganze mir mal eine Viertelstunde mit dem Computer angeguckt habe, dass Schwarz wahrscheinlich den Zug Läufer schlägt D4 machen muss, was er ja so vom Prinzip ja auch nicht unbedingt möchte. Und nach Läufer D4, Läufer E6 ist die Stellung vielleicht ungefähr ausgeglichen, aber außerordentlich schwer zu beurteilen. Nichtsdestotrotz halte ich es für einen Menschen für so gut wie unmöglich, den Zug Turm C5 zu ziehen. Also gut. Der Zug Dame B3, den Gustavsson gespielt hat, ist sicherlich der weitaus logischere Zug. Schwarz spielt jetzt A4. Ich denke, damit konnte man rechnen. Das war einfach die Idee des Zugs A5.
eben auf Dame B3 diesen forcierenden Zug A4 zu haben. Dame schlägt D5, Weiß hat ja keine plausible Alternative, zurückziehen möchte man ja wohl nicht. Dame D5, ED5. Und jetzt erhalten wir eine Stellung, die natürlich taktisch äußerst heikel ist. Der Läufer auf E3 hängt einfach durch, aber ebenso der Läufer auf C8. Auffällig ist natürlich jetzt der Läufer hier nach wie vor super stark in Verbindung mit dem Turm E8 und diesen ganzen Figuren in der E-Linie. Ich glaube, ich mache es lieber rot. Den Figuren in der E-Linie. Aber man muss Weiß höllisch aufpassen, nicht Material zu verlieren. Obwohl Schwarz so schlecht entwickelt ist mit dem Springer auf B8 und C8. Aber die Figuren, die mitspielen, also Turm E8, Läufer G7 und auch der A-Bauer, in Konsequenz auch der Turm A8 letzten Endes dadurch, die Figuren stehen alle optimal, um maximalen Druck auszuüben. Schwarz spielt jetzt auch A3, ganz konsequent, worauf Gustafsson dann B3 gezogen hat. Denke ich, logischer Zug, will nicht den Turm reinlassen auf A3. Problem ist natürlich, und das kann man schnell erkennen, die Kombination des Läufers auf G7 hier mit dem Bauern auf A3 ist natürlich immer gefährlich. Sobald man diese lange Diagonale hat mit einem Läufer und ein Bauer ist so auf die sechste Reihe vorgerückt, wird es immer bedrohlich. Sobald der A2-Bauer verloren geht hier, wird der A-Bauer so gut wie durch sein. Und das kann ja schnell passieren, ja. Beispielsweise, wenn man sich anschaut, das war ein schiefer Pfeil, lieber nach da. Ja, machen wir den mal weg hier, nach B3. Springer nach B4 und dann geht es hier ziemlich schnell mit dem Bauern A2. Ebenso Figurenopfer auf B3 können ganz schnell den Bauern A3 hier zur Rakete werden lassen. Also eine ganz gefährliche Kombination. Deswegen war es durchaus interessant, den Zug B-Sticht A3 mal anzugucken. Ich schätze, berechnet haben wird Gustafsson den auch. Ist aber natürlich auch ein Zug, den man nicht so auch so super gerne macht, weil dadurch natürlich der Turm A8 auch sofort ins Spiel kommt. Schwarz hat hier mehr als eine gute Alternative. Er kann tatsächlich mit dem Turm schlagen, worauf folgen könnte Läufer F2. Der Läufer F3 hing mittlerweile ja doppelt. Turm A2, Turm E1 zum Beispiel. Und ich denke, Weiß sollte hier die Stellung einigermaßen bequem halten können. Eine Alternative daher für Schwarz, wenn er ehrgeiziger spielen will, ist in dieser Position Läufer D7. Also nicht sofort nehmen auf A3, sondern zunächst mal hier den Läufer E3 durchhängen lassen. Das Problem ist jetzt, wie soll Weiß damit umgehen? Entweder macht er einen Zug, den er nicht machen will, zum Beispiel König F2. Und dann kommt eben erst Turm A3. Im Vergleich zu eben steht Weiß jetzt weniger harmonisch, also zu der Variante, wo Schwarz sofort auf A3 nimmt. Die Alternative wäre daher Springer nach C2, also hier den Angriff auf E3 mit Springer C2 zu beantworten, worauf Schwarz den sehr interessanten Zug hat, Turmsticht E3. Einfach den Läufer auf E3 nehmen und die Qualität geben, weil man hiermit in eine, mehr als unangenehme Fesselung kommt. Weiß kann in der Tat überhaupt nichts dagegen machen, dass der Springer auf E3 jetzt verloren geht, weil auf König F2, Turm A3, das Feld E3 nicht mehr deckbar ist und Feld heißt der Springer auf E3. Deswegen muss noch Läufer D4 hier in der Stellung Weiß auch direkt Gegenspiel suchen. Turm C7 bietet sich an, auf die siebte Reihe zu gehen. Und dann könnte es zum Beispiel weitergehen mit Läufer steht E3 Schach, König H1, B6 rettet den B-Bauern und dann Läufer C4. Ich denke, die Stellung ist für Weiß durchaus noch ganz gut spielbar. Also ich glaube nicht, dass Weiß hier als wirklich deutlich schlechter steht. Er hat immerhin, der A3-Bauer wird ihm verloren gehen, aber er hat dann Turm und Bauer gegen zwei Leichtfiguren. Schwarz hat das Läuferpaar, aber der Bauer auf D5 ist nicht gerade schwach. Der Springer auf B8 ist auch noch nicht gerade im Spiel. Also ich denke, das hätte Weiß hier durchaus spielen können, die Stellung. Also ich glaube nicht, dass Weiß hier schlechter steht oder zumindest auf keinen Fall ernsthaft schlechter.
Allerdings nach B schlägt A3 gibt es mehr als eine interessante Methode, auch Turm schlägt A3, wie gezeigt, war auch bequem für Schwarz, aber vielleicht auch Ausgleich. Also im Lichte dessen, was in der Partie passiert, ist vielleicht B schlägt A3 der bessere Zug. Gut, B3 hat er gespielt und Kramnik jetzt mit dem nächsten Schockerzug, Springer C6. Man muss übrigens sagen, dass praktisch alles, was Schwarz hier in der Partie gemacht hat, mehr oder minder sofort kam. Also der Verdacht liegt nahe, dass fast die ganze Partie vorbereitet ist. Der Zug kam zum Beispiel auch a tempo. Also der ist jetzt nicht unbedingt sehr schwer zu sehen, wenn man einmal vorher reingeguckt hat. Aber es kam halt immer sofort, ohne jetzt, dass er da nochmal 5 Minuten drüber nachgedacht hätte. Ja, was ist eigentlich die Idee? Außer, dass es wirklich cool aussieht. ja, wenn Weiß jetzt auf C6 schlägt, dann kommt Turm E3. Und jetzt hängen zwei Figuren. Der Springer auf C6 und der Läufer auf E2. Und wenn Weiß mit König F2 dann den Turm auch noch angreift hier, dann kann Schwarz hier so eine Stellung erreichen mit zwei Läufern für einen Turm und der Drohung Läufer A6 hier in dieser Stellung noch, sodass Weiß noch nicht mal auf C6 jetzt mit dem Turm schlagen kann, weil einfach Läufer A6 Schach kommt. Also geht es weiter mit Turm D1, C schlicht D, Turm D5, Läufer E6. Ja, und jetzt hier sehen wir die schon mal vorher erwähnte Idee. Hier muss Weiß höllisch aufpassen, dass Schwarz nicht einfach mal auf B3 den Läufer opfert, um dann mit dem A-Bauern durchzugehen. Die Stellung dürfte für Weiß so gut wie verloren sein. Also Springer schlicht C6 konnte Weiß hier nicht spielen. Und es ist schlichtweg viel zu viel Druck jetzt hier auf dem Punkt D4 drauf. Es ist ja auch so, dass Weiß nicht einfach, sagen wir mal, Turm D1 ziehen kann oder so. Weil zu allem Überfluss ja auch noch dieser Läufer durchhängt. Also auf der E-Linie ist nicht nur der Läufer E2 ein Problem, sondern auch noch der Läufer, nicht nur der Läufer E3, sondern auch der Läufer E2 noch ein Problem. Ja, also Weiß hat nach dem Zug Springer C6 keine Wahl. Er muss hier zurückziehen mit Springer C2. So, und jetzt kam auch direkt wieder, wie aus der Pistole geschossen, Turm schlägt E3. Das Qualitätsopfer, was wir schon mal gesehen haben vorher, das Motiv zumindestens. Ja, Weiß hat die Qualität rausgenommen hier, also den Turm rausgenommen auf E3. Möglich war auch noch Läufer C4, den angegriffenen Läufer einfach ziehen. Und das ist gar nicht so schlecht, dieser Zug. Jetzt hängt auf schwarzer Seite der Turm auf E3 und der Springer auf C6. Und ja, beides retten geht nicht. Es geht wahrscheinlich weiter mit Turm C3. D schlicht C6 und dann Läufer H6, F4 und B schlicht C6. Und ja, Schwarz hat das Läuferpaar in einer offenen Stellung. Und ja, also zu beneiden ist Weiß hier auch nicht. Aber ganz verloren oder so ist die Stellung nun auch nicht. Springer E3 ist natürlich, also das Schlagen des Turms ist natürlich der wesentlich natürlichere Zug. Hat Weiß auch gemacht, ja. So, und jetzt kommt Springer B4. Und jetzt sieht man die ganze Idee dieser Aktion. Schwarz hat eine Qualität und einen Bauern weniger, aber er hat natürlich die schlimme Idee, einfach den Bauern zu schlagen auf A2 und dann, ja, der A-Bauer ist verdammt stark. Was soll Weiß jetzt machen? Gespielt hat er Turm C4. Es gibt ja keine Möglichkeit mehr, den A-Bauern irgendwie normal zu decken. Eine Alternative war hier ein Zug, der allerdings auch wieder für einen Menschen außerordentlich schwer ist. Der Computer zeigt ihn sofort an. Turm C7, also praktisch die aktive Verteidigung hier auf der siebten Reihe. Die Idee davon ist, wenn Schwarz jetzt zugreift auf A2, was kein schlechter Zug ist, unbedingt, folgt der Zug D6. Und es wird jetzt plötzlich gefährlich, sogar für Schwarz. Weil der D-Bauer so stark ist. Schwarz hat jetzt große Probleme hier, den D-Bauer noch vernünftig zu stoppen. Er hat immer genug Spiel mit dem A-Bauern hier, aber Weiß ist hier aus dem Gröbsten eindeutig raus. Deswegen ist Springer A2 auch nicht der stärkste Zug. Der beste Zug ist Läufer D4. Wieder in die Fesselung laufen.
oder die Fesselung aufbauen gegenüber dem Springer E3. Ja, und Weiß hat den starken Zug jetzt Turm E7. Und der, spätestens hier klingt der Mensch sich, denke ich, aus. Springer D5, Turm E8 Schach, König G7 und jetzt der nächste Hammer, König H1, zieht einfach aus der Fesselung raus. Und witzigerweise kann Schwarz hier nicht verhindern, dass er eine Figur zurückverliert. Zum Beispiel Springer E3, Turm C1 und dann Läufer C8 erwischt es. Oder alternativ Läufer E3, Läufer C4. Und jetzt hängt einfach E3 und D5. Also wenn der Springer zieht, ist E3 weg. Eine typische Folge wäre Springer B4, Turm E3, Springer A2, Turm E7. Und kein Mensch weiß, wie das hier ausgeht. Naja, ich möchte auch nicht 3 Stunden Video machen hier. Also in jedem Fall, Turm C7 wäre hier eine sehr interessante Alternative gewesen. Allerdings, ich glaube, hier war Gustafsson runter auf wenige Minuten nur noch. Verständlich bei dem Schock, denke ich, der da, oder mehr als einem Schock, der in der Partie auszuhalten war. Gespielt hat er Turm C4, was auch noch nicht verliert, ja, aber Turm C7 wahrscheinlich der bessere Zug. Ja, Kramnik hat den Bauern auf A2 natürlich genommen, das war die Idee der ganzen Aktion. Und jetzt folgt ja, der entscheidende Fehler mit Turm nach A4. Was Weiß hier spielen musste, und danach ist in der Tat noch gar nicht so klar, ist Springer C2. Auch durchaus kein unplausibler Zug. Die Idee ist, dass der Springer auf C2 ja vor allen Dingen mal das Umwandlungsfeld auf A1 hier kontrolliert. Oder machen wir es mal in grün. Das Umwandlungsfeld A1 kontrolliert. Ja, und manchmal kann man auch schlichtweg wenigstens den Springer hier opfern für den Bauern und muss nicht gleich den Turm geben. Ja, häufig ist es ein Turm, der dran glauben muss für den Bauern. Also der Zug ist noch außerordentlich zäh. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Schwarz dann danach wirklich ja, Gewinnvorteil bekommt. Ich glaube, da müsste man viel Zeit investieren, um das genau rauszufinden. Ich meine, Schwarz ist am Drücker, aber ob es wirklich gewonnen ist, ist nicht so klar. Also eine Folge kann sein, hier Springer C3. Ja, greift den Läufer auf E2 an. Läufer D3. Und dann beispielsweise A2. Turm A1. Und dann kann Schwarz relativ in Ruhe versuchen zu verstärken. König läuft ran, eventuell kann er den B-Bauer noch bringen. Also Schwarz hat wirklich eine glatte Qualität hier geopfert, aber halt eben diese wirklich starke Konstellation mit Läufer auf G7, Springer C3 und Bauer A2 unterstützt von dem Turm. Also Schwarz hat eine super Kompensation für die Qualität. Aber ob und wie er jetzt hier genau gewinnen soll, ist noch gar nicht so klar. Also ich denke, Springer C2 war der wesentlich zähere Zug. Turm A4, ja, verliert wirklich forciert. Allerdings, wie gesagt, Weiß hatte nur noch sehr wenig Zeit und eine große Freude war der bisherige Partieverlauf nur auch nicht gerade. Ja, Kramnik hat auf A4 geschlagen, den Turm genommen. BA4 und jetzt Läufer D4. Ja, die Fesselung kennen wir schon. Und was soll Weiß jetzt machen? Das Schlimme ist halt, außerdem, wenn Weiß beispielsweise König A1 zieht, um aus der Fesselung rauszugehen, mit der Idee, auf Läufer E3 Turm A1 zu ziehen, um dann wenigstens den Bauern zu gewinnen auf A3. Ja, das Problem davon ist, Schwarz muss gar nicht auf E3 nehmen, er kann einfach den Zug machen und läuft durch. Weiß kann schlichtweg nichts dagegen machen, dass der A-Bauer jetzt anfängt zu laufen. Am zähesten ist hier noch Läufer C4, Läufer E3, Turm A1. Ja, und jetzt hat Schwarz eine sehr starke Abwicklung zur Verfügung. Springer C2, Turm A2 und jetzt der wieder mal sehr starke Zug Läufer D7. Mit der Folge Turm schlägt, Läufer A4, Turm A2 und Läufer C5. Ja, und hier sehen wir eine perfekt koordinierte Stellung von Schwarz, wo das Läuferpaar und die beiden Bauern hier ja ideal zusammenstehen. Sobald Weiß den Zug D6 mal zieht, kann man einfach nehmen. Also der D-Bauer ist keine Gefahr. Der Läufer auf C5 sperrt hier den weißen König aus. Und während Weiß praktisch nichts machen kann,
wird Schwarz schlichtweg mit dem B-Bauern ja vermutlich ganz durchlaufen. Also die Stellung ist total verloren. Ja, deswegen hat er auf Läufer D4 auch König F2 gezogen. Ja, und jetzt der Zugspringer B4 und der A-Bauer entscheidet den Tag. Turm C1 gegen Angriff auf C8. Ja, und Schwarz kann sich sogar leisten, das schlichtweg zu ignorieren. A2, Turm schlägt C8, König G7. Ja, und jetzt läuft der A-Bauer wirklich durch. Turm C1. Und jetzt noch der letzte kleine Schliff. Springer schlägt D5. Schwarz möchte umwandeln, keine Frage, aber vorher holt er sich noch den Springer E3 ab für gar nichts. Turm D1 kam noch, Springer E3 und Weiß gab auf. Schwarz verbleibt einfach mit einer Mehrfigur. Also beispielsweise, wenn der Turm jetzt wegzieht, kann der Springer sich mit Schach abziehen. König beliebig. Und dann holt sich Schwarz einfach die Dame und hat eine glatte Figur mehr im Endspiel. Ja, beeindruckender Sieg hier von Kramnik, der für die ganze Partie, glaube ich, knapp über 30 Minuten verbraucht hat nur. Ja, man hat immer ein unangenehmes Gefühl bei solchen Partien, weil man sich denkt, okay, hat er überhaupt irgendeinen Zug selbst gemacht am Brett? Aber was soll man sagen, so sieht es heute halt aus im Spitzenschach. Die Vorbereitung ist halt ein sehr großer Aspekt. Allerdings muss man sagen, Chapeau, ziemlich mutig hier den Königsinder auszupacken und dann stark diese Neuerung A5, die sich wirklich hier gegen das weiße Spiel richtet, das mit Dame B3 eingeleitet werden soll. Ja, ein schöner Sieg für Kramnik hier, der dadurch wieder ja, direkt ins Rennen einsteigt, um den Turniersieg in Dortmund. Er muss sicherlich mit Schwarz Partien gewinnen, anders wird es nicht klappen, wenn er das Turnier das 11. Mal gewinnen will. Ja, leider eine ziemlich herbe Niederlage für Jan Gustafsson in dieser Partie. Aber, ja, was will man machen? Das ist halt sehr schwer, ein sehr schweres Pflaster in Dortmund. Und hier sicherlich auch ja, für ihn unglücklich, dass Kramnik schlichtweg den Mut besessen hat, diese Überraschung zu bringen mit dem Königsinder. Ich denke, in vielen anderen Varianten, die Kramnik normalerweise spielt, hätte Gustafsson weit weniger Schwierigkeiten gehabt, eine ordentliche Stellung zu bekommen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die Partie gefallen, also mir auf jeden Fall. Sehr spannender Kampf hier und schöne Illustration, was der königsindische Läufer auf G7 bewirken kann, wenn man wirklich gut spielt. Ja, ich denke, ich bin morgen wieder dran mit einer neuen Partie. Und hoffe auf morgen auf interessantes Schach, das ich Ihnen dann präsentieren kann. Bis dann. Tschüss.